Einatmen. Ausatmen. Grabwächter. Grabwächterin. Schön, euch wieder dabei zu haben bei Secret of Mana Mana. So ist es. Wir gehen weiter mit Randy. Wir haben in der letzten Folge irgendwas gemacht. Folglicherweise haben wir den Drachen bekommen und waren in der goldenen Stadt. Das ist korrekt. Mehr kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Müssen wir ja auch nicht. Das ist ja nur eine Idee. Wir haben ja auch gar keine Möglichkeiten. Es ging gerade um was anderes. Lieber Zuschauer aus dem Chat, nicht so wichtig für jetzt. Jetzt ist wichtig, ich werde auf jeden Fall wieder Popoi spielen. Du wirst weiter bei Prim bleiben. Hi. Wir suchen immer noch nach Schwertorbs für dich. Ich bin mir auch gar... Hab ich schon mit dieses Gleiten? Nee. Wir schauen mal eben. Ich glaube, das ist einfacher, um mal eben reinzugucken, was geht. Puck, das Elementar des Lichts, verleiht den drei Helden seine Macht. Genau, das haben wir auch gekriegt. Licht und Dunkelheit haben wir in der letzten Folge freigeschaltet. Von Luna hingegen fehlt weiterhin jede Spur. Ob Lunas Schüler sie zum Narren gehalten hat, erneut begibt sich die Truppe zu den hohen Bergen. Dann würde ich sagen, auf zu den Bergen. Ich glaube, das machen wir mal. Es muss ja nichts zum Kuscheln sein. So. Tada! Ich glaube, so geht das nicht mit dem. Mit der Taiko. Mit der Trommel. Ich weiß, es ist keine Taiko, aber eine Taiko ist eine Großtrommel. Entschuldigung! Know your Trommel-Geheimnisse. Braucht ihr nicht Zurück in die Wüste. Okay, zurück in die Wüste. Dann gehen wir halt nicht in die hohen Berge. Das ist Schnee, das ist nicht warm. Guck mal. Das sieht aus wie... Wüste. Ach ja, wir können jetzt überall hinfliegen. Warte mal. Da können wir einfach hier im Mondtempel landen. Oder? Ja. Hey Matt, schön dich zu sehen. Hi Matt. Schauen wir mal. Ah, Enten! Was riecht denn diesen ganzen Zimmer nach Fresse? Ja! Ich will das einmal anmerken. Oh ja, die Schildkröteninsel ist auch noch wichtig, genau. Achso, ja, wobei wichtig. Das ist, glaube ich, nur eine Nebenaufgabe, nicht? Wir schauen mal. Eigentlich machen wir sowas schon, weil wir sind vom Level immer ein bisschen hinterher. Das ist schon wichtig. Mondtempel macht ja Sinn bei einem Geist, der Luna heißt, würde ich mal fast behaupten. Chaos! Schön, dich zu sehen. Wir hatten uns gefragt, wann du mal wiederkommst, weil wir wussten, dass dein Rechner ja nicht mehr leben wollte. Es scheint so zu sein, dass wir ganz relativ stark sind für diese Gegend hier. Ja. Luna ist eine Person. Das ist noch schlimmer. Das ist aber ein Raumschiff. Guck nach vorne, wenn du Auto fährst. Das ist wichtig. Du musst drücken. Warum ist der Kosmos auf meinem Planeten? Kann der Kosmos bitte im Kosmos sein? Du musst. Ich bin sichtlich verwirrt. Ustra ist verwirrt. Hat lange genug gedauert, das ist was Chaos. Das stimme ich dir zu. Okay, was heißt hier, falls ihr zurückkommt? Hallo, Alter? Wir sind Helden. Wir kommen immer zurück. Oh! Vorsicht, Mondqualle. Gut, tritt ihn. Tritt ihn, den Quallenbär. Meduso. Und du so, Meduso. Magiesog Level 7. Oh, das war's. Bye, bye, Mana. Oh mein Gott. Ausgesaugt. Ist so.
Warum treffe ich den einen nicht? Oh doch, anscheinend haben wir den getroffen. Dann geht's ja. Ob die Quallen Gilet haben? Wir haben keinen Mana mehr. Hofft damit. Warum haben die so viel Leben? Ich glaube, es ist doch eher ein, falls ihr zurückkommt. Wobei die uns keine, obwohl die uns keinen echten Schaden machen können. Ja. Und ich treffe wieder gar nichts. Eine Frage an die, die es auch gespielt haben. Dafür wird es wahrscheinlich genug geben. Ich schaff das. Geh niemals rein! Vielleicht kann man hier nicht töten. Doch, kann man. Wir brauchen die Erfahrung. Ist das mit dem Verfehlen bei euch auch so schlimm oder liegt das bei uns echt hart am Level? Weil das kann ich mir hier gar nicht vorstellen. Die sind merkwürdig, oder? Die sind super merkwürdig. Hart am Leveln. Ja, hart ist es schon. Ja. Okay, ja, dann müssen wir gucken, dass wir hier und da. Gut, wenn wir auf die Schildkröteninsel gehen, die werden ja wohl hoffentlich dann nicht in diesem Levelbereich sein, sondern ein bisschen drunter. Schöner Crit. Und dann werden wir wohl ein bisschen aufholen können am Level. Weil treffen würde ich schon den einen oder anderen Gegner gerne mal. Oh mein Gott. Was macht der Kosmos in meinem Tempel? Oh, der Ring des Feuers. Wer wagt es, den Ring des Feuers zu betreten? Anscheinend ich. Pff, war voll die dumme Idee. Ich betrete nie wieder den Ring des Feuers. Entschuldigung. Ah, Sie sehen, dass es... Lass es mal nach links laufen. Analysiere es! Was denn? Ach, kein Mana. Schnell! Schnell analysieren! Ich bin doch dabei! Schnell! Das war nicht das. Das war. Ja. Okay, von Puck. Hast du Puck nicht? Das ist doch der Lichtmeister da. Gib ihm. Ja. Reines Licht? Ja. Ja. Gib ihm reines Licht! Ich glaube, dann sehen wir jetzt hier drin, was kann das sein? Pidopi! Wow! Oh wow, der Tempel hat sich versteckt. Im Kosmos. Kosmos direkt. ようこそ。私は月のせいで。ずっとあなたが来るのを待っていました。さあ、私も力を貸しましょう。世界は急速にマナが失われつつあります。あ、セレーヌ。いや、オッケー。いや、オッケー。 Formwandeln? Mondmagie? Das ist das Fragezeichen, das ist das Richtige, das habe ich auch. Und Magiesog. Magiesog ist natürlich mega geil. Und du kannst? Mondsäbel, Energieball und Lunaschub. Okay. Ich mag, dass es einfach null beschrieben ist, was das macht. Ja. Das ging schnell. Das ging schnell. Dann haben wir jetzt schon ganz schön viel Mana. Ja. Dann lass uns doch als nächstes, Selene hat Restzauber. Okay. Dann können wir ja hier theoretisch jetzt sagen, wir gehen auf diese Schildkröteninsel fürs Leveln. Ja. Wenn das so einfach war. Oder? Lauf! Das war's mit deinem Mana. Bye bye. Tag. Kein Boss? Oh ja. Was ist denn Grüße Wächter? Grüße Wächter. Was soll das bedeuten? Das ist eine neue Belohnung, dann kriegst du deinen eigenen Begrüßungstext und deinen eigenen Begrüßungssound, wenn du das möchtest. Also genau. Ich lese deinen Rangtitel, deinen Titel und deinen
Namen vor. Das ist korrekt. Jetzt müssen wir ihn gegen ihn kämpfen und er ist der Boss. Er ist der Boss. Das ist ein komisches Cyber-U-Boot. Das ist der Boss. Der ist voll gruselig, finde ich den. Ich finde den süß. Nur die Stimme ist kommt irgendwie verstört. Kommt gerne wieder. Okay. Nein. Komm nicht wieder. Wo habe ich denn meinen... Wo habe ich denn meinen Tambourin des Todes? Und schaut mal nun bei der Koboldin rein. Koboldin? Ihr wisst so viel über das Spiel. Können wir nicht auch was rausfinden? Einmalig zahlen. Genau, einmalig zahlen, immer behalten. So sieht's aus, Chaos. Was ist das für ein Ort? Wollen wir hier landen? Ja. Auf in die Republik! Pastika. Guten Tag. Okay, cool. Tasmanika Kyōwakuk, Lemurian no shiro da. Okay, cool. Wir sind einfach auf deren Balkon gelandet, das ist mega unhöflich einfach. Wow! Ach, der wohnt hier! Ah! Ach so, du meinst als Zauber, dass sie jetzt Magie so kann, ja, das haben wir ja gesehen. Oh. ihr haltet euch schon zurück. Irgendwie gebt Tipps, wo wir noch gar nicht wissen, dass es diese Dinge gibt. So, weiß ich nicht. Was, ein Spion? Was? Ja, red mit dem. Wer ist der Spion? Der Maulwurfmann. Er ist zurück. Ja. Ja, die Prinzessin sollte absorbieren, finde ich auch. Der Magiesog ist für Popoi nicht ganz so interessant. Hallo. Wer ist der Spion? Ich weiß es nicht. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt nicht wissen, wer der Spion ist, können wir irgendwo pennen. Wegen Mana regenerieren. Junge, du stehst voll in der Tür. So unhöflich, ey. Drei junge Helden wollen hier lang und du? Ich frag mich, ob Watz auch hier drin ist. Ich bin einfach durch die Tür gelaufen. Ganz schön. Ist bestimmt voll unauffällig. Ganz schön großes Schloss vor allen Dingen. Ich glaube auch, dass der Spion unauffällig ist. Er wird doch einfach so im nächsten Raum sein oder so. Ja, wir wissen, wir haben es alle kapiert. Warte mal, lass uns eben in die Nebenräume gehen. Anscheinend geht's noch. Warum, was? Hörst du das? Was macht dieser fucking Skrillex-Beat da drin? Hallo, ernsthaft? Weil ich hier gerade höre, dass es eine neue Musik ist. Können wir uns mal die alte anhören. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ein Schloss. Man soll wissen, dass es ein Schloss ist. Das hat mir der Volk hier nicht so bemerkt. Nee. Spy on this. Ach, jetzt kommen wir hier raus. So wieder. So, nee. Und hier ist... What? Ah, ja. Also wir sind... Ja, der alte Sound ist super episch, finde ich nämlich auch. Und der ist einfach so... Wow! Oh, können wir pennen? Na, ja, zwei Betten. Das Intro ist ja noch okay gleich, aber danach wird es echt übel. Guten Tag! Der Spion will ja nicht sofort vom König auftauchen, das ist ja voll unmöglich. Ja. Wow. Wie kann das passieren?
Gemma hat uns... Viktor im Deutschen. Hat er seinen Kanzler nicht in Kenntnis gesetzt, dass wir voll die Helden sind? Wäre das jetzt einfach ein legites Game Over? Vor allem hat er eine dicke Robe, ich sehe seinen Schatten nicht. Ist es ein Vampir? Wenn er keinen Schatten hat? Er hat sie rausteleportiert, voll gefährlich. Was ist ein Ninja-Mann? Hast du gerade versucht, ihn zu hauen? Kannst du nicht mal bitte analysieren, so ein Ninja? Ich will mal wissen, was so ein Ninja so kann. Ich will das machen. Ja, dann mach das doch. Was hält dich denn davon ab? Vielleicht muss ich erst mal eine Weile noch üben muss. F1! Darf ich? Ja! Dunkle Assassine. Dunkle Assassine heißt das auf Deutsch. Du bist tot. Ja. Aber ich kann dich theoretisch mit Schokomagie wiederbeleben. Du bist noch nicht tot. Das ist Death Glitch. Gut, ne? Achso, warte mal. Er ist anfällig für die Kraft des Lichts. Du hast die Kraft des Lichts. Das ist korrekt. Du darfst angreifen? Ich darf angreifen. What? Mondmagie! Nein, das ist Mondmagie. Ein weiter, ein nach links, das ist Licht. Und das der Angriff ist das, reinige das Licht. Reinige ihn, den dunklen Assassine! Reines Licht! Ich mache einfach irgendwas. Ich weiß noch, was ich mache. Feuerball! Du bist ein Zauberer, Harry. Zauber auch. Yatta! Er ist tot. What? Das ging schnell. Mini Fist Pump for the win. Na, hast du es vom Eingang wieder hingeschafft, Gemma? Nice. Ja! Endlich! Ja! Erstmal positionieren, um mit ihm zu reden. Alles andere ist unhöflich. Ich kann auch nur staunen, dass wir den mit einem Hieb aus dem ins Jenseits befördert haben. Aber ich denke mal, das war die geile Kombination aus dem Mana. Hast du gesehen? Ja. Ich hab Mondmagie, was immer das macht. Dann hast du zack, 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 heilig Licht und dann Feuerball. Und dann hat er sich einfach in Wohlgefallen aufgelöst, der Drecksack. What? Wir verlieren keine Zeit, nein, deswegen wollen wir los. Ah, jetzt müssen wir doch diesen weisen Zuma finden, okay? Wir waren alle ohnmächtig, ja, das stimmt. Das ist sehr mystisch gewesen mit der Mondmagie. Aber wir haben uns wenigstens eine Runde ausgeruht. Guck mal, jetzt gibt es doch wieder Frauen, endlich. Babbeliebeldappeldingedei, was ist mit diesem... Oh!
Der Tanz doch nicht für unser Amusement. Nicht? Ich hoffe nicht. Jawohl. Ich mag, dass wir die Pole Dancer ein paar Sachen verkaufen wollen. Das ist das Beste. Tripper. Für alle! Oh, nicht mal. Gesundheit. Chi auch. Drachenhelm kostet alles. Entenhelm kostet noch mehr. Warum ist der Drachenhelm nicht so gut wie eine Entenmütze? Schildkrötenpanzer. Kampfanzug. Boah, der ist krass. Wir haben kein Geld. Das ist korrekt. Wir müssen hart leveln gehen und hart Geld grinden. Auf geht's. Aber epische Trainingsmund. Wir brauchen Geld. Okay. Und nur weil wir jemanden in zwei Schlägen besiegen können, heißt es ja nicht, dass wir jemanden in zwei Schlägen besiegen sollten. So süß. Kawaii-Lief-chan. Nein. Süß. Wir haben einfach das Schloss befreit. Wir sind einfach die besten Helden. Außerdem, niemand interessiert sich dafür, dass ein riesiger Drache vom Himmel stürzt. Das ist so, ja, das passiert jeden zweiten Dienstag. Hier. Nix. Nix. Soll nix sein. Ist nix. Die hohen Berge, nein. Schwarzer Wolf, nein. Windtempel, nein. Wo wollen wir jetzt genau hin? Ah ja, Schildkröteninseln. Vielleicht sollten wir erst irgendwo speichern gehen. Wie wär's denn mit... Wie wär's denn mit unserem Lieblingskönigreich, Matango? Ah nee, das ist blöd. Da, hier pennen wir nicht. Hier kriegen wir keinen neuen Dialoge, genau. Und wir müssen hier auch Bats suchen. Genau. Ja, der ist ja hier. Der ist überall. Ich sag dir, jeder irgendwann frisst der uns, wenn er auch nicht stürzt. Hier ist auf jeden Fall. Ja! Njom! Hier gibt's auf jeden Fall beides: Pennen und Bats. Und Dialoge. Wir wissen, wenn du mal mitkommen willst, ey. Ich schwör jetzt. Die haben immer noch kein Wasser. Tja. Ist das unser Problem? Das ist nicht mehr unser Problem, nein. Wir haben alles von hier, was wir brauchen. Nice. Nice. Wow, wir sind... wir sind fast wieder auf Track. Fast. Das ist korrekt. Warum? Cool. Popoi, どうしましたか? ちょっとお水ちょうだい. そんなことに魔法を使っていいのかな? わかりました. やってくれるんだ. Cool, das fand ich cool. Ja, du musst auch zaubern. Elementarsklaven. Oh ja. Ah. Naja, ich meine, wer würde es denn nicht genauso machen? Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sein sollen. Wir würden das natürlich ganz anders machen. Ja, ich würde natürlich fragen, aber auf der anderen Seite werde ich genau dasselbe verlangen. Wenn ich in der Wüste sitze, ja, und ich habe kein Wasser und ich habe ein Wasserelementar dabei, ja, oder ein Wassergeist, der mir Wasser machen könnte, dann will der wahrscheinlich auch nicht, dass ich sterbe, oder? Außer du bist ein Arschloch gewesen. Ja! Ha. Deswegen seid immer gut zu euren Elementaren. Und zur Avusel. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ja, mein...
Abhose. Abhose. So, wir können, glaube ich, nur das Schwert verbessern. Nur das blöde Schwert verbessern. Wie heißt denn das jetzt? Na, eben nur mal reingucken. Vielleicht ist noch was anderes zu verbessern. Excalibur. Wir sollten das vielleicht nicht weiter verstärken. Ich habe das so im Gefühl. Was meinst du? Ich frage mich, was danach noch kommt. Ich frage mich übrigens, im Original, du hast es ja nicht gespielt, hier ist es so, du verstärkst immer die Magie, die du nutzt. Ich glaube, im Original war das egal, was du genutzt hast. Okay. Sondern hast einfach immer weiter gelevelt. Den nächstbesten sozusagen. Schildkröteninsel. Das ist eine gigantische Turminsel. Was ist denn hier noch alles? Ach, das ist Pandora und so. Ach, das ist hier. Ach ja, hier ist. Ja. Schildkröteninsel. Wieder? Schildkrötenpanzerinsel, bitte. Wie soll man das denn finden, wenn man hier die falschen Informationen kriegt? Was meinst du? Ja, finde ich auch. Sehr fahrlässig. Ja, haben auch genauso gelevelt, okay. Okay, ich eskaliere auch gleich. Passt ja. Die haben nur ein Bett, die junge Frau und der alte Mann. Was machen die, wenn die mal zusammen schlafen wollen? Oder gleichzeitig zumindest. Wow, Jung! Alter, du hast eine fucking Pedobär-Mütze auf. Lauf weg! Sie wurden wenigstens nicht mit 12 zwangsverheiratet. Sie sind durchgebrannt und haben sich... Ja. Ja, viel besser. The fuck is going on? Wo willst du denn hin, Prim? Gott. Come on! Ah! Ah! Ja, Tarsee, Hasenschwanz des! Jetzt kriegt auch deine andere Insel Wasser. Ja, verstau den Schwanz besser mal. Wie sind denn hergekommen? Auf einem Drachen, wie man bestimmt nicht gesehen hat. Wie, das war's schon auf der ganzen Insel? Wir denken jetzt noch weiter, guck mal. Wohnt hier auch Muten Roshi? Ja. Okay. Ja, wie die Schildkröte untertaucht. Das wäre so geil. Uns kann ja nichts passieren. Wir sind auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte. Das wäre super. Zack, alle eingefangen. Sehr gut, jetzt können wir zurück in die Wüste. Die offensichtlich nicht... Was ist das? Was ist das für Häuser? Weiß nicht. Warum gibt es hier Häuser in der Wüste? Ob wir da noch mal anlaufen müssen? Hab ich mich auch gerade gefragt. Naja, erstmal Seehasenschwanz für dich. Die sind auch alle voll synchron, guck mal. Ja. Okay,
Warum haben die Items der legendären Helden eigentlich immer alle ausgetauscht? Oder sind das immer andere legendäre Helden? Weil wir haben ja gemerkt, Die Story wiederholt sich, dass der Held immer woanders herkam und deren Held hat jetzt ein Artefakt. Und wir haben ein Artefakt von den Pilzleuten gekriegt und hier und da. Und das sind alles nicht vom selben Helden, sondern von anderen. Wahrscheinlich. Und das hörte sich definitiv so an, als ob sich das gelohnt hat. Einfach nicht fragen. Ja, wir wollten noch hier, glaube ich, runterfahren. Hä? Ich weiß. Gut getroffen. Aber ich denke, wir sollten hier vielleicht auch ein bisschen leveln, weißt du? Ja. Ich könnte mal ein bisschen Selene ändern. Mal gucken, was die Mondmagie noch so macht. Okay. Wir haben sie irgendwie verstärkt. Was auch immer wir gemacht haben. Ja, so ein bisschen Damage, ist gut. Fallen das Licht. Ihr müsst immer eure Attacken pullen, bevor ihr sie macht. Das ist korrekt. Oh, verfehlt, das ist nicht gut. Tor der Finsternis! Formwandeln? Gucken, was da passiert. Hat er Damage gekriegt durchs Formwandeln? Nein, ich will kein süßer Hase sein! Dice. What? Ja, das stimmt schon. Magiso kostet einen Mana. Ich werde der Allerbeste sein, wie keiner vor mir jemals Mana. Einfach so Mana. Ich habe das auf die Ente gemacht, die Ente hatte keinen Mana. Doch. Ich habe auf jeden Fall mal Feuerkopf auf die Ente gemacht. Hä, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Merkwürdiger Magiso, oder? Oder hat die Ente reflektiert? Was ich auch interessant finde. Können wir hier erledigen oder was? Achso, wir können jetzt auch für dich das Level 5 Schwert, den Level 5 Schwertmove lernen, oder? Ja, das ist nur gekommen. Ja. Oh. Kein Platz mehr für Bonbons. Mist. Ich frage mich, warum meine Magie jetzt komplett weg ist. Ich hätte noch 2 Mana. Mana so kostet 1, jetzt habe ich 0 Mana. Das ist merkwürdig. Mondsäbel. Geil. Lichtsäbel. Barriere der Reihe. Mach doch mal. Barriere! Ich hatte keinen Mana zum Klauen. Ja, okay, das kann ja sein, aber warum verliere ich dann 2 Mana anstatt 1? Merkwürdig. Irgendwer muss ja Mana verlieren. Ja, aber ich habe ja den Mana schon. Ja, okay. Na gut. Nicht, dass der Zauber falsch schon funktioniert, aber ich denke mal nicht. Dass er scheiße gepatcht ist oder so. Dass ich mein Mana einfach auch verliere.
Das heißt, das ist eine Wiese? Nein. Achso, die Ameisen Löwen werden gar nicht getriggert. Warum werfe ich immer in die falsche Richtung, doch? Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier zu leveln, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Man könnte theoretisch mal gucken, du könntest ja theoretisch analysieren, wie viele Erfahrungspunkte die bringen. Dann wüssten wir zumindest mehr. Dann lassen wir die mal eben am Leben. Wie viel braucht man denn so? Jetzt fängt sie mich an. Brauchen wir noch einen Charakter? Eher nicht. Dann lass uns weitergehen. Eher nicht. Ich kenne einen Ort, der ist wunderschön, der ist nicht hier. So, lass uns mal weiterreisen. Jetzt haben wir den Mogri-Gürtel für nichts. Jetzt sollen wir noch hier Professor Luna, den weisen Luna, halt treffen. Ich denke, der ist dann auf den hohen Bergen. Wahrscheinlich, das haben die ja gesagt. Lass uns mal da hingehen. Schlimmer werden kann es eh nicht mehr. Außerdem gibt es ja jetzt hier eine Autosave-Funktion. Eine Autosave-Funktion. Mandala. Lass uns mal nach... Achso, das ist die Stadt unten am Fußende, glaube ich. Hier waren wir doch auch schon, oder? Da können wir nochmal pennen. Jo. Ich glaube nicht hier. Oh. Vielleicht handelt ihr noch was Cooles. Nö. Ich meine, das mit dem Drachenfliegen ist ja ganz cool und so, merkst du ja auch. Aber, und das Spiel öffnet sich halt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich du kannst überall hin, was gerade für so alte Spiele halt schon neu war. Ja. Gibt's hier keinen, doch, ich würde schon sagen, gibt's hier keinen Gasthaus, voll die unhöflichen Leute einfach. Aber gleichzeitig ist es auch, ab dieser Stelle habe ich bei dem alten Spiel immer gedacht, so, okay, wenn ich das jetzt nicht, wie komme ich jetzt hier weiter? Du weißt, niemand hat dir so richtig gesagt, was du machen sollst. Ja. この花水も凍っちゃいそうだったね。今思い出しても面白いや。それにしてもさ、あんだけ氷があったら、かき氷も作り放題、食べ放題だよね。赤いの、青いの、緑色、全部がけの虹色かき氷だって作れちゃうよ。作るのはいいんだけどさ、あんな寒いところでかき氷なんて食べたら、なんだって。 気づかなかった。そういや、あの時も美味しそうだなって氷を食べてみたんだよ。What?。 Okay. Sage ist halt passiv dabei. Ich nehme das Mikrofon mal ein bisschen hier rüber. Alles gut. So. Warum geht es so lange um Eis? Ich will das nicht. Ich finde, die Zwischenszenen sind ja schön und gut. Aber ich merke das bei mir selbst. Ich weiß nicht, wie es für andere ist, aber ich... Ja, die sind halt, super. Die sind halt super pointless. Ja, sie sind halt da. Ja, die sind halt da. So, nach der Hälfte der Konversation schalte ich auch meistens schon im Kopf ab. Ja, weil die auch. Die sind semi-witzig. Auf Deutsch haben die auch überhaupt keine... Normalerweise sollen die ja... die sind so vollgestopft mit Puns. Aber das merkst du im Deutschen einfach gar nicht. Im Deutschen hört sich das an, als ob die ernsthaft darüber reden würden. Und das so semi-lustig ist. Oh.
Deswegen, deutsche Übersetzung macht hier definitiv keinen guten Abriss. Zumindest hier, ich weiß, die Dialoge sind ja 100% übernommen und die sind ja neu geschrieben, also. Ja. Das gab's ja vorher alles nicht. Das ganze Spiel ist eigentlich voller Puns. Das war halt damals so. Ist das wirklich hier, wo ich landen will? Scheinbar. Na, lass uns nochmal nach oben, nach dem Typen da gehen. Oder? Ja, wir waren hier schon. Na, ist das jetzt eine Frage? Ja. Hast du aufgepasst die letzte Zeit? Wo warst du in den letzten Folgen? Ich kann mich doch nicht an alles erinnern. Ja genau, ab und zu stehen noch ein paar japanische Worte, die gar nicht im Deutschen so stehen und auch sinngemäß gar nicht so gemeint sind wahrscheinlich. Tor der Finsternis! Ich liebe, das ist mein Lieblingsgeist. Also ich finde das bei dem Spiel sehr schwer, sehr komisch. Zuerst war es alles so 100% vorgeschrieben. Du musst jetzt dahin, jetzt musst du dahin und jetzt musst du dahin. Ja. Und jetzt ist es so. Genau, und das hat mich als Kind, wo ich das erste Mal gezockt habe, so richtig so. Jetzt hast du ja überhaupt keine Anhaltspunkte, nö, außer das, was dir dein Tagebuch gesagt hat. Vielleicht passe ich auch einfach nicht gut genug auf. Nö, ja, gut, ich hatte uns nur der GEMA gesagt. Die GEMA hat gesagt, wir sollen jetzt hier hoch. Hat die gesagt. Aber was wir genau wollen? Ach, komm schon! 100 Stunden lade ich hier auf, dann brauche ich die Peitsche. Oh, ich hoffe, du kannst dann behalten. Das ist ja meistens so, dass bei den. Das ist aber immer so, die deutsche Übersetzung ist niemals von der japanischen, sondern immer von der englischen. Ja, das heißt, du verlierst doppelt so viel. Du verlierst doppelt so viel, ja. Gut, erledigt. Nicely done. Dankeschön. Ja, ich meine nur, du machst langsam richtig guten Schuh mit der Klinge. Was heißt langsam? Wenn man damit trifft, ist die gut, ne? Ja, jetzt, wo die verbessert wurde. Ich versuch's echt mal mit der Peitsche so ein bisschen, weil die finde ich auch ganz cool. Und ich weiß nicht, was die noch für Aufladungen bekommt. Und die ist ja auch super weit. Oh, für 34. Nice. Pam. Ha. Habe ich sie jetzt kritisch getroffen oder du? Wahrscheinlich du. Das war ein Crit. Popboy Level 34. Yay. Also hier kriegt man wieder mehr Erfahrungspunkte. Wenn wir 8000 noch was brauchten, dann geben die hier ordentlich mehr. Dann könnte man hier fast bleiben und Magie und so leveln. Ein Rundumschlag-Tornado-Angriff. Das hört sich genau nach meinem Stil an. Ist die tot? Ah, ich mag das auch so ein bisschen, die Peitsche knallen zu lassen. Das ist einfach so. Da kann ich auch nichts sagen. Das ist einfach, wie ich lebe und atme. Tor der Finsternis! Gehört aber auch als Pharao. Das gehört einfach als Pharao dazu, so ist es. Junge, wenn ich Tor der Finsternis sage, dann wollte ich keinen ausschließen. Verzeihung. Macht übrigens nicht so viel Schaden, wie man denken sollte. Dafür, dass es Tor der Finsternis heißt. Ich erinnere mich immer noch so gerne an die blaue Torhune, weil es früh Kuten, die einfach alles vernichtet hat. Achso, du hast die gar nicht gesehen, Sekunden, ne? Das will ich ja aber auch nicht sehen. Ja. Ist auch die bessere Entscheidung, wenn ich das so sagen darf. Oh, Kiste! Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, ist Recruiten 2 ein wunderbares, Todesfalle. Ein wunderbares Spiel für die Super Nintendo. Für die PlayStation 1. Verschuldigung. Verschuldigung? Hatten die auch am Stream hier gespielt. 100% True und Best Ending. Wenn ihr das sehen wollt, gerne auf dem YouTube-Kanal. Wer die Serie nicht kennt und das nicht die Möglichkeit hat, das selber zu spielen, das lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich richtig. So liebevoll und detailreich habe ich fast kein zweites Spiel gesehen. Und das ist mein Lieblingsspiel, neben Silver. Wurde angeblumt. Ja, das finde ich auch. Man hat die Möglichkeit, ja, du könntest ja jemanden ransetzen, der Japanisch studiert. Der könnte das dann übersetzen, wie gesagt. Aber wird nicht gemacht. Ja, warum das ist, nicht? Das ist wie bei Synchrosprechern. Ach, hier war doch irgendwas. Ich erinnere mich.
Wie bei diesem Entenpenner. ケンジャ・ジャッハ様は山のケンジャの洞窟にいるんだな。血を這う足で人歩き。俺、こちらにいらっしゃるじいさんがかの大賢者、ジャッハ様なんだな。わしはその弟子のジーコ。よろしくなんだな。 Kochen oder Prüfung, got it. Got it. Ja. Ja? Wir sollen unser Glück versuchen. Hast du uns schon mal gesehen? Wir sind die Buff Beast Boys. Wir brauchen kein Glück. Glück ist was für Gemma. Den können wir, glaube ich, nicht treffen, oder? Kontermagie? Counterspell! Was soll das auch countern? Wir machen ja keine Magie. Soll ich schon mal den Weg weiter aufmachen oder sollen wir uns hier mit dem Rübchen erledigen? Ich Rübchen und du weitermachen. Gott, ich bin fast tot. Gott, ich bin fast tot. Ich kann nicht auch heilen. Nee, geht schon. Ich kann halt nicht. Ja, ist nett gemeint und so, aber ich. Weiterlaufen! Go! Gefährliche Gegner! Randy, ist egal. Lauf! Lauf! Wir können hier nicht leveln, die sind zu stark. Der hat mir einen Schlag gegeben, ich habe all mein Leben verloren. Wir wollen hier nicht leveln. Hayak! Unten unseren Peitsche. Unten lang unseren Peitsche. Schnell weiter! Das ist die Prüfung der Wechselwirkung anscheinend. Aber wir kriegen das schon hin. Wir sind Helden. Ist dir übrigens aufgefallen, mit der Peitsche kann man nur seitliche Hindernisse überqueren. Diese Welt ist sehr convenient. Ja. Lauf! Lauf weg! Randy ist tot. Hattest du keine Dings, keine Wiederbelebungsmagie? Wollt's mal gucken? Bei Luna oder bei dem anderen da? Oder bei Puck? Oh. Das kann es nicht sein. Danke, dunkles Auge. Danke fürs dabei gewesen sein. Mach doch mal Luna-Schub. Vielleicht ist das. Machen wir alle. Gucken, was das ist. Ein Angriffsboost. Ist auch schön. Ich belebe ihn mal. Entweder haben wir es einfach noch nicht. Oh. Wir schlummern jetzt ein. Ich glaube, wir können nicht schlafen mit irgendwelchen Effekten, die wir haben. Lauf! Wir sollen uns selbst besiegen, als ob ich das nicht jeden Tag tun würde. Ich bin jeden Tag besser als der zuvor. Fuck you! Warum hat die das Schwert? Ich hab das Schwert. Weil die ihre Standardwaffen haben. Oh, hast du den Crit, Doppelcrit gesehen? Junge, der war nicht schlecht. Easy kann man da mal sagen. Dunkle Macht! Du kannst nicht heilen, du hast kein Mana. Ist Prim schon tot? Gegner Prim? Ja, ne. Das ist sich unsichtbar gemacht. Man muss immer auf der Hut sein. Machst du Gruppenheilung? Ja, ne.
Jetzt komm schon! Heia! Zack, zack. Yes, was kann ich machen? Ich glaube, der altbewährte Feuerball wird uns hier schon helfen. Nein! Und du hast verfehlt. Ich glaube, wir sollten keine Magie nutzen. Das ist doof. Boah, nice. Warst du das? Hi. Boah. Warum haben die mehr Leben als wir? Weil es uns keine Herausforderung wäre. Ja, ta! Okay, wir können Fistpump. Mini-Fistpump! Das war's? Offensichtlich. Der wahre Mut ist, sich seinen eigenen Ängsten zu stellen und gegen sich selbst zu kämpfen. Natürlich wusste ich das. Die Ente hat uns die ganze Zeit verarscht. Entenbraten? Entenbraten. Entenbraten für alle. Jo! Essen. Ich hab Hunger. Come on! Jedes Mal, wenn ich es morgen schaffe, in den Spiegel zu schauen, ob ich mich selbst besiege. Was soll das? Atlantis! Gott, hört sich so final an alles, ne? Ja. Sind wir schon am Ende? Wie viele Dings haben wir denn schon? Es heilt, offensichtlich. Wie viele Dings? Alle gar. Ich glaube, wir haben alle Geister. Malerfestung! Und das heißt, wir sind schon so gut wie fertig? Ja, klar. Du hast jetzt nicht erwartet, dass es sich hier eine großartige Story entfaltet, oder? Da kommt bestimmt noch was! Ich meine, es macht doch, aber zum einen kann man doch sagen, jetzt wo du weißt, dass es auch bald ein Ende hat. Macht es Spaß? Ja, eigentlich schon, oder? Also, manche Sachen machen mir schon Bock. Ja. Wir sind mal hier. In Portos! Portos? Wir können nicht in Portos landen, wir wurden aus Portos verbannt. Du passt eigentlich nicht rein. Wirklich nicht? Nein. Der sieht schon so aus, als würde er das nicht rein. Ja, mit seinem Schnurrbart und seinen geglätteten Haaren. Der hat fast dieselbe Frisur wie ich, der hat mir nachgemacht, der Drecksack. Deswegen will ich da auch gar nicht rein. Wo wollte ich denn mal hin? Lass uns doch nach Pandora gehen. Gasthaus nochmal oder wie? Wir wollen ins Gasthaus, wir wollen vielleicht nochmal neuen Joghurt kaufen oder sowas. Nein. Neuen Joghurt, was? Nochmal Walnüsse. Ja, Walnüsse zum Beispiel müssen wir auftanken. Und wir müssen noch die witzigen Gespräche noch alle zu Ende hören. Zum Beispiel, wie wir uns an die Kanonierbrüder erinnern, oder? Die wir mal irgendwann gebraucht haben. Irgendwann. Ja, bevor wir cool waren und einen eigenen Drachen bekommen haben. Bei Sulkuden 2 kriegt man auch seinen eigenen Drachen. Im ganzen Land. Das ist jetzt der Moment, wenn du überlegst, was könnte da für ein Pan gewesen sein. Die sind definitiv Geschwister, die Kanonenbrüder.
Kyōdai da tte hanashi o kiita koto aru yo. Demo sa, Kyōdai ni shita tte doko no taihou ya mo onnaji kao shiteru jan? Iwarete mireba, minna ano henna kamigata de onnaji. Das kann nur eine Frau rausfinden. In der Länge. Das ist der Moment, wenn du wieder an die Arbeit denkst, weil die, ja, die genau die gleichen Fantasien haben. Ja! Darum geht es jetzt wirklich. Darum geht es jetzt wirklich, ja. Das ist die Hauptstory. Das Mana hat Geheimnisse. Nein, die Kanoniere haben Geheimnisse. Ja, oh, das Mana gibt's auch. Nein! Warum sieht jeder zweite Dorfbewohner gleich aus? Das haben die auch nicht gefragt. Ja. Warum ist Watze überall? Ja, wie kommt der überall hin? Er ist ein Zwerg, er hat kurze Beine, er kann nicht so schnell laufen wie wir. Ist halt doof. Nein, die Laufgeschwindigkeit wurde doch angepasst. Stimmt, die Laufgeschwindigkeit der Zwerge wurde angepasst, das ist korrekt. Wenn ihr nicht wisst, worüber wir reden, das ist ein familieninterner Witz. Weißt du, wenn deine Familie so fucking nerdig ist, dass du zusammen mit deiner Familie World of Warcraft spielst und deine Mom behauptet, ihr Zwerg läuft zu langsam, dann weißt du, du bist echt am Abgrund oder du bist voll im Gaming-Paradies. Kannst du dir das vorstellen? War wirklich so. Ist doch jedes Weihnachten wieder Thema. Und wir müssen alle lachen. Außer meine Mom. Aber das ist nicht so schlimm. Gab es da überhaupt Walnüsse? Nein, da gab es keine Walnüsse, deswegen bin ich aus dem Laden rausgegangen. Fliege uns zu den Walnüssen. Ich fliege uns ins Walnussparadies. Sind haarige Walnüsse nicht Kokosnüsse? Stimmt. Ein Geheimnis, auf dem wir auf den Grund gehen sollten. Kippo. Wie Kippo? Hier in das wunderbare Wüstenkönigreich. Wenn wir da noch nicht oft genug waren. Es ist ein schöner Ort. Ich meine, diese Leute hier, die halten wirklich durch. Ohne ihren Pharao. Ohne ihren Pharao, ja. Ich mag das auch. Nur Prim hinterlässt Spuren. Da sind immer Fußabdrücke, bei den anderen nicht. Okay. Versunkener Kontinent. Wo kann dieser sein? Das ist ein Vulkan. Wir waren noch hier bei diesem wunderbaren Turm, auch noch nicht. Leuchtturminsel. Lass uns mal hier hingehen. Komm. Hoi. Oh, das hört sich aber so an, als ob es hier nett ist. Oder? Klingt auf jeden Fall einladend. Hallo, Herr Leuchtturm. Wie soll er sonst heißen? Angela? Angela, der Leuchtturmmann. Ja. Okay. Was war das denn? Da ist er. Wo ist deine Glühbirne? Ich bin Todai Mori no Picard. Ich bin ein Schiff. Ich bin ein Schiff. Ich bin ein Schiff. この島の北東に巨大な珊瑚礁があるが、ああ、あの、な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 の、
Er ist voll unbeeindruckt. Nee. Nordosten, da. Ich denke mal hier, oder? Mana Tempel. Sieht ja nach Mana Tempel aus. Ich denke, wir werden jetzt hier richtig auf den Sack kriegen. Also erstmal um den Tempel rumgehen. Die Gegend erkundschaften, weißt du, was ich meine? Okay, die Gegend ist sicher. Wir laufen definitiv nicht. Wir laufen definitiv nicht in eine Falle. Oder was meinst du? Sieht auf jeden Fall gut aus. Sieht sauber aus. Hat sich vorher noch gewaschen. Ja, das ist nett. Jetzt. Wir hatten ja auch Wassermagie dabei, sonst und reinigendes Licht. Sie lauern uns in dem Tempel auf. Wer ist der andere da? Wer sind sie überhaupt? Keine Ahnung. Mal, hab ich auch gedacht. Es ist mega windig in dem Mana-Tempel, weil der Umhang von dem einen geht wild. Aber ihr Umhang wird ziemlich... Ja, sie ist auch... Das ist wegen dem Haargel. Das Haargel hat sich aber auf den Umhang mit ausgebreitet. Famna. Wer? Bye bye. Ah. Die ist heiß gewesen. Hat er die dunkle Assassine auf Auftrag? Weil ihn selber haben wir nicht unbedingt gesehen. Alter, hier ist mega windig drin. Ja. Oder er hat Darmprobleme. Herrliche Dame. Ja, vor allem, er steht ja auch so gebückt. Ja. Das kann natürlich dann schon sein. Okay. Ich hätte euch schon lange ausschalten können. What? Ich habe so viele Fragezeichen. Wie? Erst war er eine dunkle Assassine, dann war er ein Mann mit Darmproblemen und jetzt das? Ich verstehe gerade alles. Das erklärt eigentlich alles. Natürlich haben wir das gemacht. Was denn auch sonst? Das mache ich auch immer, wenn ich die Weltherrschaft haben will. Ich mag das auch, dieses James Bond-eske. Ah, bevor wir die erledigen, da müssen wir noch alle unsere Pläne an dir erzählen. Das ist voll wichtig. Außerdem habt ihr schon meine neue Katze gesehen. Sie heißt Puss Puss und ist voll süß. So, für euch ist hier Endstation. Analysieren Sie den Feind. Lauf weg. Gucken wir mal. Okay. Es ist eine Pflanze. Feuer. Feuerball. Du kannst reinigendes Licht machen oder so. Reines Licht. Ich meine, er sagt ja, er kommt aus der Unterwelt. Oh mein Gott, er macht Kontermagie. Das ist vielleicht nicht so clever. Hallöchen, Calypso, schön dich zu sehen. Hallo. Nein. Nimm auf dich. Warum wollen die alle auf mich? Wow, Randy ist Minimann im Arsch gewesen. Kurzzeitig. Yoshi? Ich bin mal kurz im Salon. Ja. Sora! Ich frag mich, wie lange Kontermagie hilft. Randy ist tot.
Randy ist noch nicht tot. Nice. Ich mach schon, dann kannst du weiter laden. Jo. Gib ihm! Yes. Ja. Ha. Schön. 220 Damage. Das ist super viel. Ich versuch mal weiter Feuerballen. Nee, ist immer noch. Die Magie wird immer noch abge. Ho, 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 gib mir Schoko. Reicht. Oder wirklich nicht heilen. Ja, dann heil mich einmal. Alter! Danke für den. Für den Death Counter. Mann, du Lappen, steh auf! Schokolade. Ich hab gerade losgelassen von meiner Attacke. Weh, die klappt jetzt nicht. Ich werd so sauer. Hat natürlich nicht geklappt. Oh, nice. Ich hab mich verfehlt. Er hat die Attacke nicht gemacht. Wolltest du uns irgendwie Feuer klingen machen? Ja, oder Lichtklingen? Nee, das ist Mond. Machen wir Mondklingen. Also Angriff steigert sich. Halt du dich? Kannst du auch Regine Royale nehmen. Oh, der Angriff ist mega gesteigert übrigens. Und wir heilen uns durch unsere Angriffe. Oh, Mondklingen ist voll nice. Ja, Mondklingen ist mega nice. Das wissen wir jetzt. Das easy. Vergessen wir nicht. Easy. Fist pump for the win! Endlich mal wieder. Ich hab den Fist pump wirklich vermisst. Yeah! Doch. Mit der Kraft des Mondes, Bitch! Kein Sailor Moon geguckt, hä? Haben wir das gedrückt? Wir sind ein Team! Ich wollte erstmal wissen, was rechts ist. Wollen wir nochmal rausgehen und wegen Speichern und so? Ja, auch nochmal neue Dings holen. Schokolade und so. Die laufen ja nicht weg. Die warten ja förmlich auf uns, um uns ihre fiesen Pläne zu erzählen. Wir haben alle Zeit der Welt. Solange wir da nicht auftauchen, wird die Welt noch nicht erobert. Das ist einfach so. Vielleicht sollten wir einfach gar nicht auftauchen. Vielleicht sollten wir einfach in Rente gehen. So. Wo bleiben die denn? Ich hab gehört, sie sind in Rente gegangen. Was? Was? Wie unverschämt! Müssen wir auf einen neuen Helden warten. Vielleicht war das nicht unbedingt clever, hier hinzufahren, aber... Konnte man überhaupt pennen? Weiß ich nicht. Wir haben das ja noch nicht abgesucht, als das jetzt wieder überlebt war. Das stimmt. Ja, wir hoffen einfach mal das Beste. Ja, das ist ein Schloss, hier wird ja mal schlafen können. Dachte er hoffnungsvoll. Ich denke mal, ich bin prim. Bei solchen Szenen hier. Ich weiß auch nicht warum. Verrat mich doch bitte nicht. Guten Tag, vielleicht haben wir auch Geld für eine neue Rüstung oder so. Das ist natürlich optimal. Nein. Haben wir nicht. Für dich. Ja. Lass mal Lapislazuli. Ich mag auch Lapislazuli, weil das definitiv Gold ist. Oder war da ein blauer Dings drin, ein blauer Anhänger? Ja, ist ein blauer Anhänger drin, okay. Oh, der gibt aber krass viel Magie ab, hast du gesehen? Wow! Nice. Wow! Da hätte ich ja schon gern mehr Geld. Zur Königshand brauchen wir nicht nochmal gern, oder? Pendigo! Hallo?
Super unhöflich, dass ihr nur zwei Betten hier habt. Das gibt's doch nicht. Was ist das für ein unhöfliches Schloss, wenn es keine Gästezimmer hat? Auch für die Angestellten gibt es keine Betten. Nö. Nur der König hat Betten. Das ist der Einzige, der das schaffen darf. Mega unhöflich. Der bietet immer noch gar nicht in dem Schloss, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ey. Ah. Hallo, Baby. Wir können doch zwei in einem Bett schlafen. Ja, theoretisch schon, aber solange da kein tanzender Mann ist, kann man das wohl nicht. Es muss immer ein tanzender Mann in der Nähe sein, dann schlafe ich viel besser. Er beschützt dich. Ist so. Er wacht über dich. Und er tanzt für dich. Ich meine, er tanzt für dich. Kostenlos. Und er kuschelt sich auch zu dir, wenn er kalt ist. Ja, aber er zappelt die ganze Zeit so. Hab ich keinen Bock. Auf jeden Fall, auf der anderen Seite ist das dann Wärme auch. Geh nochmal hier im Bett. Dann kriegen wir auch nochmal diese ganzen Szenen da weg. Hier hätte ich mir geilere Techno-Mucke gewünscht, einfach in der Wüste. Einfach wegen den ganzen Typen, die hier dauer tanzen. Wir sind übrigens die besten, die einzigen Kunden und die besten Kunden in der Wüste. Ja, für jeden. Ja. Ist auch ein schöner Ort. Santa, hontoni itanda ne. Te, kouyu koto yuu kara ikenain dakedo. So ne. Shinjite nai ko ga fueta kara, anna taihen na koto natchatta nda mo. Kedo, Prima wa itsumade Santa ga iru tte shinjite ka? Warawanai? Vor allem, wir haben gerade festgestellt, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Und dann lachten sie einen aus, wenn man lange an den Weihnachtsmann geglaubt hat. Ja, bevor das was bis ich 8 war, das ist doch nicht lang. Acht? 8 ist voll okay. 8 ist voll okay. Kann ich ja, in der 10. Klasse, wir waren sehr erwachsen. Wir waren voll erwachsen und dann hatten wir Physik und das war kurz vor Weihnachten, haben wir mit unserer Physiklehrerin hat halt gesagt, warum es physikalisch unmöglich ist, dass es den Weihnachtsmann gibt. Und wir haben einfach knallhart protestiert. Ja, richtig. Aber so richtig hart fanatisch, das war so gut. Hätte ich auch protestiert. Ich finde sie ja auch am süßesten, wenn sie sich freut. Bei Prim ist das zwar auch dieses Hüppen, aber bei ihr ist es... Nein, wenn sie sich freut, ist sie schon süß, aber ansonsten ist sie süß. Santa wa nan demo kureru tte wake ja. Sore ni tabemono ga hoshii da nante. Popoi tte wa yume ga nasasugi. Popoi ni wa Santa wo shinjiru shinjinai nante. Dochi demo ii koto nan da ne. Santa e no onegai ga tabemono da nante. Ich glaube, er hat nicht Oje gesagt. Ich glaube, er hat einfach nur gelacht. Vor allem ist doch voll geil. Also, wenn du so mega drauf bist, dass du einfach keine wirklichen Wünsche hast. Ja, das muss das erfüllteste Leben der Welt sein. Oder? Ja. Also so in meinen Augen ist das so. Ich meine, wenn du dir einfach nur gutes Essen wünscht. Ja. Du musst ein glücklicher Mensch sein. Ja, du musst ein mega glücklicher Mensch sein. Oder was auch immer ist. Koboldin, Elfe. Eigentlich Koboldin, ja, stimmt schon. Es wurde aber mit Elf übersetzt, glaube ich. Ne? Ja, im SNES-Teil aber nicht. Da ist es ist wirklich eine Koboldin. Da ist es auch in dem. Gerade hier bei dem Zwergen. Eine kleine Koboldin, die ist das keine. Was ist das? Ist das interessant? Ich hab total den Track verloren, wir wollten nicht hier hin. Achso, wir müssen da vorne hin. Die Welt ist auch super klein. Ja, die sieht so groß aus, aber die ist endlich gar nicht so groß. Ja. So, da sind wir wieder. Jetzt könnt ihr mir von euren bösen Plänen erzählen. Wir sind jetzt gestärkt und gewartet und so. Autosave gab's früher auch übrigens nicht, ne? Hier ist es halt so, wenn du stirbst, dann kannst du halt. In jedem Ladevorgang ist auch ein Speichervorgang. Ja. Wo sind die denn hin?
Aber im alten Teil ist es halt so, wenn ich speichern gegangen bin, dann hast du halt am nächsten Speicherpunkt angefangen, wie es halt so ist, ne? Ja. Ah, der Baum fehlt noch, stimmt. Voll der süße Dings. Wir haben keine Siegel repariert. Ich dachte, das haben wir da immer gemacht. Offensichtlich nicht. Offensichtlich wollten wir nur unser Schwert in den Samen reiben. Oh, versiegeln? Ja, ich dachte fair. So Komm mit uns, Dryade. Komm schon. Wir brauchen noch magische Sklaven. Oh Gott, ich habe kein gutes Gefühl, was Suizidu angeht. Wow! Der war nicht mal hier. Ja. Erstmal ein Elementar mit Selbstzweifeln getroffen. Check. Rauf auf Mo Mami Moment mal. Okay. Ich habe Fragen zu der Konstruktion dieser. Komm, wie groß der Tempel eigentlich ist. Oh. Achso, ich kann mich auch wieder bewegen. Warum habe ich diese fucking Draufsicht? Wow! Hallo Gemma! Könntest du uns denn bitte... Kitaka! Toto Yosai no nemuru Kaitei Taeriku ga fujou shita! Ima, kono Taeriku ni wa Teikoku yori saki ni Yosai yo osaeru tame... Ja, vor allem die Truppen sehe ich, die wir gerade definitiv... アンゲルの村。古代の町があるような。そこを通らねば中には入れそうにない。帝国皇帝ヴァンドールは魔界と関係を持っていたようだ。すでに魔物でいっぱいだ。政権はまだ不完全なようだが、皇帝を阻むためにはその力が必要になるだ。我々がここで帝国からの援軍を防ぐ。 Wir sollen da rein und sonst mit den Soldaten anlegen. Wir können den Imperator noch nicht im Moment erledigen. Du weißt schon, do it. Den können wir noch nicht erledigen. Kanzler Palpatine? Nein. Hat er den einfach weggetreten, schon wieder? Und wieso können wir den nicht angreifen? Weil der zu krass ist. Der Unterwelt! Stell doch nicht immer diese blöden Fragen. Das ist einfach der krasseste Typ, der sich mit dem krassesten Typ der Unterwelt verkrasst hat. So, come on, this fucking bunny! So krass sind die aber hier gar nicht. Naja, hab ich auch nicht gedacht. Andere Frage. Was kannst du mit ihr? Gar nichts, hoffe ich. Verdammt. Ah, die gibt 10 Mana Wiederbelebung. Nope. Kontermagie ist aber geil. Kontermagie! Ja, das ist Magie. Counterspell. Counterspell ist super. Guten Tag. Wir treffen die natürlich nicht, die Bastarde. Kannst du den analysieren? Der hat einfach gerade einen Wolf ausgekackt. Super unhöflich! Formwandler. Null MP. 1000 EP.
Das mit der Mondklinge und dem Leben heilen ist echt mega nice zu wissen. Muss ich einfach mal so sagen. Gib ihm. Glatt auf mit 5. Speer ist auch 5. Boah, nice. Also du kannst ja auch Speer mit 7 oder 8 werden, wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Jetzt sind es 2 davon! Oh, eine heftige. Was? Run, die wurde kritisch getroffen. What? Lass uns mal weitergehen. Gegen diese Viecher macht es überhaupt keinen Sinn zu kämpfen. Seid vorsichtig! Hier ist alles voller Monster! Die Wachen kämpfen auch nicht. Nö, die stehen einfach nur rum. Bitte passen Sie doch ein bisschen auf. Die treffen wir wenigstens einigermaßen, die Gegner. Ja. Wo? Hast du gesehen, wie gut ich kämpfen kann? Jawohl. Immer auf. What? Hast du gerade durch Feinkontakt einfach Damage gekriegt? Okay, ja. Wolltest du heilen oder wolltest du. Ich will einfach heilen. Okay. Ich weiß nicht, wo Randy übrigens ist. Der hat Heldenfähigkeiten. Der hat Heldendinge zu tun. Nice, Gavin. Gestunt. Das mag ich auch. Die Ballonfähigkeit ist einfach super geil. Kommt sich noch mit was? Vielleicht gewinnt er ja. Taiyokidai! 33 Schaden. Mit der 5er Aufladung. Ich bin begeistert. Komm schon! Damit mache ich mehr. Oder genauso viel. Das ist so kaputt. Ich glaube, ich versuche nochmal die Peitsche. So ein Rundumschlag hört sich extrem interessant an. Ah, oh, das ist aber ganz cool eigentlich. Das ist auch so ein Rundumschlag. Ja. Oh! Oh. 499 Schaden gekriegt. Wir sollten unsere Lebensart nochmal überdenken. Soll ich ihn wieder bewegen? Mach doch. Du kannst das ein bisschen leveln. Ich weiß nicht genau, wo die Hitbox von dem Vieh ist. Ja, die hat gerade mega ausgelockt. Die eine trifft. Die eine kann man gar nicht mehr treffen. Weiter. Yep. Muss mal gucken, wo wir jetzt lang müssen. Ich habe gar keine Ahnung hier. Das Problem ist, die stehen jetzt oben, machen Magiesog. Na toll. Offensichtlich war das der richtige Weg. Dieses Viech kenne ich ja aus Zelda, Skyward Sword. Echt? Das ist ein Boss. Ja, ist so, sieht genauso aus. Wow, wir sind fast darunter geschubst. Ob wir hier wirklich weiterkommen? Ob wir wirklich weitergehen sollten? Was sagst du? Ja. Wir können hier nicht durch. Wir können Tanzpilze nicht kaputt machen. Ich weiß nicht, ob wir die Dings brauchen. Die Axt. Ich versuche mein Bestes, okay? Ja. Natürlich, es ist die Axt. Ich bleib im Hintergrund und werde mit meiner neuen Peitschen-Fähigkeit hier den Megameister machen. Oder was meinst du? Dankeschön für die Loots. Das unterstützt das Ganze. Vielen Dank. Böp. Randy ist schon wieder tot. Randy ist schon wieder gestorben. Ich kann mal nicht mehr. Willst du denn wirklich wieder im Leben?
Oh, schnelle Flammen, schnelle Flammen. My ass is on fire. My ass is on fire. Ja, hilf mir! Was soll ich denn machen? Alles gut. Mach doch. Ich will mal Durchbruch versuchen bei denen, unsere neue Magie. Die haben Kontermagie. Das war nicht clever. Ich glaube, einer davon ist tot. Komm schon. Warum lädst du nicht auf? Im Hintergrund. Ich halte sie im Schacht und du lang auf. Fuck. Timpini mal daneben gepeitscht. Das hätte dein Preis werden können. Hast du gemerkt, ne? Hast du selber gemerkt, aber das was doof war. Wir treffen nix, lass uns gehen. Bail, lass uns gehen. Ich denke, es ist besser, wenn wir erstmal noch leveln irgendwo. Oder? Am Berg oder so. Ja, wir müssen. Wir treffen ja nix. Oder andere Ideen. Ich weiß nicht wo. Ja, an dem Berg. Da waren die Erfahrungspunkte ja ganz gut. Ich meine, es reicht ja, wenn wir Level 40 sind oder so. Oder erstmal. Weißt du, jetzt. Ah, Level 1. Ja, es ist einfach ein weiter. Ja, ich glaube, es sind zwei Level oder so. Na dann, machen wir das. Yes! Wir werden aber zuerst schlafen. Ja, ja. Dafür kenne ich genau den richtigen Ort. Also wir müssen jetzt, so um zu erklären, was glaube ich noch kommt, wir müssen in diese Ruinenstadt, dann kommt die Mana-Festung, wow. Spoilers. Und dann werden wir irgendwas mit der Mana-Festung machen und die verfolgen oder so. Und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir ins Mana-Land gehen. Und das ist alles cool, das ist cool, so der letzte Part ist echt nett. Okay. Kann ich mal so sagen. Und ich meine, es ist wirklich nicht mehr viel. Der Chat kann mich da aber korrigieren, der weiß da wahrscheinlich wieder mehr als ich. Ja, ich möchte was kaufen, Walnüsse nämlich. Eine hast du genutzt? Du bist so sparsam! Du bist so sparsam! Soll ich mehr ausgeben? Ja, eigentlich schon. Nein, nicht mehr ausgeben. Wir müssen noch andere Lapus Lazuli die Armbänder kaufen. Und Randy kriegt jetzt erstmal wieder ein bisschen Farbe im Gesicht. Du hast Hunger? Oh. Feuerball! Erstmal dann die Mana-Festung, okay, oder so rum, ja. Popoi und ich verstehen uns so krass, wir sind Besties. Finde ich auch. Tja, die haben andere. Die haben auch Gefühle. Ich nehme gar nichts zurück. Feuerball! Ich werde Feuerball eine Grußkarte schreiben. So eine Valentinskarte. Du bist der Ball meines Lebens. Lass uns doch zusammen auf einen Ball gehen. Und eine heiße Sohle aufs Parkett legen. Nein. Lass uns mal nach Watz. Willst du deinen Speer verbessern? Nein, also die Lanze und Boomerang. Ja. Der Boom, 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 Boomerang! Nein? Nein, nicht.
Alter. Kampfscheibe. Ja, das kann man das auch beschreiben. Wir haben ihm noch mehr Stacheln gegeben. Ja. Stachelkeule. Jetzt mit mehr Stacheln. Geil. Nehmen eine. So, auf in die hohen Berge. Ein bisschen Leveln können wir noch, denke ich. Was hat ein Handy eigentlich für eine Waffe ausgerüstet? Dieses Nahkampf. Aha. Willst du ihm was anderes geben? Nee. Nicht? Bist du sicher? Ja. Wir können ihm auch was anderes geben. Ich wollte nur wissen. Wir können Randy auch mal sagen, dass der eventuell mal ein bisschen cooler sein soll. Sollen wir denn sagen, dass er cooler sein soll? Weiß nicht. Dann wird er jetzt immer aufladen. Das drückt er da auf. Krass. Jetzt ist er richtig krass. Aber jetzt wackelt er auch immer nur so hinter uns her. Das ist halt so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter! What? Heil mich, immediately! Los! Heil mich! Heil mich! Wie unfair! Wie unfair! Hä? Diamantensturm! Hä, ich mach nur gierig die Spur auf und ich werde einfach getötet? Mal sehen. Dinge passieren. Wow. Runny. Runny. Yeah! Diamantensturm! Ich weiß nicht, wie, ich muss mal gucken, welche. Oh, Diamantenmagie ist schon rein. Ich muss mal gucken, auf welchen Leveln wir sind und auf welchen Level wir sein wollen mit der Magie. Weil die geht ja auch bis Level 5. Bis Level 8, die Magie. Wenn wir damit irgendwas schon Level 3 oder 4 sind, das ist schon mal ganz gut. Durchbruch ist auch nicht. Ist auch nicht so der Durchbruch gegen diese Monster. Versuchen mal Wind. Das ist auch schon Level 3. Ja, Level 3 ist, denke ich mal, ganz gut im Moment. Ich weiß ja nicht, wie weit Wasser bei dir zum Beispiel ist. Ich finde es auch blöd, dass du keinen neuen Zauber lernst. Ja. Für die Magiestufen. Es müssen ja nicht viele sein, aber mal so. Magiestufe 5, okay, hast du nochmal einen Zauberplus oder so. Das wäre ganz geil. Ey. Ich guck mal bei an deinen. Jetzt 5. Ich habe hier noch gerade geheilt. Nope. Der Death Glitch geht nur mit Items. Der geht nicht mit Magie. Yes. Ich habe aber nicht erwartet, dass er im selben Atemzug Schaden kriegt. Ja, das haben viele gesagt. Und behauptet. Das Schönste an dem Spiel ist, dass ich einfach nichts treffe. Das ist mein absolutes Lieblingsfeature. Oder? Ich weiß nicht, ich habe auch nicht viel das Gefühl, dass das annähernd besser wird. Ja, wir gucken, dass wir die Res-Magie so oft wie möglich nutzen, aber die kostet auch immer 10 Mana, die Wiederbelebungsmagie. Ich weiß nicht. Resurrection, du weißt doch, Englisch und so. Ja, was heißt, du weißt nicht, das ist schon sinnvoll, weil ich glaube, ja, die wird dann Mana. Teuer. Das stimmt. Ja. 10 Mana ist übel. Mana-Sog! Was haben die Mana? Genauso wie sonst als Heiler, du nutzt deine Wiederbelebung nicht so oft. Eigentlich. Ja, sollte man nicht so oft nutzen. Die Heilung ist ganz gut. Und besser heilen als... Ja, besser heilen als wiederbeleben. Ja. Obwohl, ich denke mal, hinterher wird es gerade so sein, dass es halt, du siehst es ja, wir müssen ohne Ende Geld farmen, wenn wir alle Sachen haben wollen. Wenn nicht, dann ist es halt so, dass wir halt auf die Wiederbelebung hart zurückgreifen müssen. Die einzige, wofür wir dann wirklich... Ausrüstung farmen ist dann für dich, damit du lebst, um die Leute wieder zu beleben. Ja, das geht auch. Das geht ja hier nur zwei Möglichkeiten. Oh, das war ganz gut.
weiß ja nicht, was Luna noch so kann, um die zu leveln. Die Dryade noch so kann, um die zu leveln. Das hatte ich jetzt nicht gesehen. Entschuldigung. Was ist das? Energieball. Energieball. Mach doch mal. Und jetzt? Was bedeutet Energieball? Ich hätte mal gern so Beschreibung dazu. Du verrätst jetzt viel mehr. Oder bist du jetzt kritischer? Kann man natürlich nicht so sagen jetzt. Ne? Ob du mehr Schaden machst? Ich weiß das nicht. Was kann Dryade noch? Achso, Lichtsäbel wäre bestimmt auch mal geil zu wissen, was das macht. Na, wahrscheinlich nur Licht Damage. Mond ist natürlich geil mit dem. Macht Schaden und das regenerieren wir. Hier ist Mana, das wäre voll geil. Mana regenerieren wäre geil pro Schlag, yo. Dann weiß ich, was wir nur noch zaubern würden. Wow. Wow! Ihr Fliegenviecher. Nice. Zauber ist schon abgeklungen. Welcher? Lichtsäbel? Und wenn ich Na, Lichtsäbel ist schon weg. Wow! Ich denke, wir werden nur hier in die Stadt fliegen, dann hier wieder hingehen, dann wieder leveln. Wir können auch hier vorne, wir können auch zurücklaufen. Warte mal. Guck doch mal. Status ist ja das. Ja, ich denke, wir sollten 40 sollten wir fast schon machen. Das ist kein Witz. Okay. Ja, aber weil du merkst ja, wie heftig unten drunter wir sind. Wir treffen die hier nicht mal. Und die sollten wir treffen. Wenn wir irgendwann weiterkommen wollen. Weil wir können nicht nur Magie nutzen. Merkst du ja auch, nicht alle Bosse mögen das. Oder wenn die halt Kontermagie oder so machen, haben wir verloren. Fast gar keine Magie. Außer heilen. Ja, und halt. Man könnte mal vielleicht aus dem Menü rauskommen und wirklich mal kämpfen. Das wäre natürlich auch cool. Ne? Gerade für dich. Weil ich unterbreche dich ja bei allem, was passiert. Minimal, oder? Soda! Hör! Oh, du bist schon mal... gelevelt, nice. Der muss ich auch gleich leveln. Randy levelt jetzt wahrscheinlich mit mir mit. Er levelt sogar noch später, nice. Okay. Ich weiß nicht, ob es auch mehr Erfahrungspunkte gibt, wenn ich gegen mehrere zauber. Ich werde übrigens jetzt weiter zaubern. Wenn dich das nicht stört. Ja. Weil ich mache eben... Mana Leer ist jetzt ein bisschen übertrieben, das verstatte ich in dem nächsten Screen, aber... Das Problem ist, ich muss die Peitsche neu leveln. Ich muss die Peitsche neu leveln und ich muss zusätzlich die Magie noch leveln. Meine Wassermagie ist definitiv fertig. Level 5 ist so krass. 800, mehr Leben gibt's gar nicht. Ich glaube, du siehst ja auch, wie die Zahlen unten sind. Du kannst nicht mehr als 999 Leben haben. Ja. Geht nicht, es ist kein Platz mehr, ne? Deswegen, du bist definitiv fertig mit Heilen. Also Heilen, Magie brauchst du nicht mehr so hart nutzen. Ich würde irgendwie, wenn ich jetzt sagst, ja Schutz oder so wäre geil, würde ich die ganze Zeit Schutz zaubern. Einfach aus Spaß. Okay. Kannst du jetzt anfangen, wenn du willst. Ja. Schutz oder irgendwas anderes. Oder Feuersäbel, was du halt willst. Also kein Wasser mehr. Barriere der Reinheit! Den ganzen Tag. Hey Eddie, schön dich zu sehen. Hallo. Zaubern wir doch mal eine Runde. Reines Licht! Ja, zaubern wir mal eine Runde. Wir müssen uns leveln. Du kommst gerade richtig zum... Leveln. Zum Leveln und nicht zum entspannten Teil. Was heißt zum entspanntesten Teil? Wir... Ich bin bewusstlos. Warum? Durch die Magie? Nein, wahrscheinlich dieses Schlummern. Okay. Du musst ein bisschen lauter reden. Du bist so sehr. Du musst lauter reden. Ja, du bist die Hübe-Debüt.
Für die Zuschauer ist das spannend. Ja, für uns auch. Das ist jetzt, die können uns ja nichts, außer wenn die irgendwie, wenn du von der Truhe in das andere Ding kommst. Ja, der ist natürlich am geilsten, wenn der lange halten wird. Sollen wir nochmal hin und her laufen? Wir haben noch Mana. Komm, wir spawnen. Wir lassen beim Gegner nachspawnen. Die Klingenmagie hält ja so viele Schläge, wie wir machen, oder? Ja, ich meine auch. Und da kann ich nämlich erstmal die Chance nutzen und. Ja, das ist so. Du hältst perfekt, ne? Also du hältst das, was du an Damage machst, ne? Alter. Ich hab mich einmal getroffen. Lass dich machen, Bonbon. Soll ich nochmal erneuern? Ja, mach mal. Ich weiß nicht, ob die schon weg ist, wieder die Klinge, weil ich heile nicht. Jetzt heile ich wieder, okay. Kann sein, dass die wirklich nur für ein paar Schläge hält. Jawohl, Peitsche Level 2. Nice! Guck mal, was das bringt. Das ist noch ein weiterer Schlag, okay. Ich glaube schon wieder. Ja. Er sagt aber auch nicht Bescheid, dass diese Magie dann nicht mehr funktioniert, ne? Nee, nicht so wirklich. Also, hey! Sorry, if you didn't understand a thing. I played it myself years ago on the Super Nintendo. Sayo next to me is. Her first time playing Secret of Mana. Hau so weg! Ja. Sehen, das war ein Crit. Das ist natürlich auch geil, dass du Crit-Heilung kriegst. Mach hier keine Truhen mehr auf. Das ist so lustig. Mach hier keine Truhen mehr auf. Mano! Ich kann nicht lesen. Achso, ich like it so far. She's yeah. She likes some of the battles and I think the story. Ich belebe mich mal wieder. Du bist im Menü. Achso, ich bin im Menü. Ja, yeah, du bist mit Randy. But she doesn't like the menuing system overall. Too much Secret of Menu. Jetzt hatte ich es nicht gemacht oder habe ich? Ich glaube nicht, du bist gestorben. Warum bist du überhaupt gestorben? Ich kann ja auch mal sterben. Nee, ich meine nur, du hast doch nur den Todesgeist abgekriegt. Ja, der hebt dich doch nur auf einen Lebenspunkt runter. Keine Ahnung. Wie gesagt, nein. Gleich. Yeah. That could be a good addition or a good update, or you can use the quick buttons in co-op mode. That would be awesome. I hate it to go to the menu for every single candy I must take, for every single magic I have to use. It would be so much easier if we could. Keybind, maybe one would help a lot. Fireball! Zum Beispiel, Fireball beim Geilsten. Sora! Das ist eben. Achso, du kannst auch ruhig Walnüsse nutzen. Das ist nicht so. Nein. Ja, die kosten ja nix. Das ist ein Gegner hier besiegen. Das ist eine Walnuss. Mondsäbel! Das könnte langsam mal Level 1 werden, ja. Wenn ich ehrlich drüber nachdenken darf. Auch, or if they could change, also sie könnten einfach ändern, erstmal auf Deutsch. Sie könnten es eventuell ändern, dass du während der Animation nicht hängst. Das wäre mega geil.
Und einmal in Englisch. It would be awesome, all, oder also it would be awesome if they change the status effects and magic uses to don't freeze the characters while casting. That would be amazing too. Nee, wir können hier leider nicht auf R1 und L1 Tasten binden, Chaos. Das ist nämlich das Problem. Das ist nämlich genau das Problem. Du kannst es nur im Singleplayer keybinden. Ja, das ist ja genau das. Unten so würde es auch sonst stehen. Die Kamera hier im Einzelspieler ist ja auch sehr viel freundlicher als im Koop. Ja, genau, die Kamera. Die Box, in der wir laufen können, ist so klein im Multiplayer. Das sieht man, wenn ich jetzt hier oben hingehen würde und du würdest unten stehen bleiben, könntest die Treppe nicht hochlaufen, weil der irgendein Pixel hängt, der aber noch im Bild zu sehen ist, der trotzdem nicht funktioniert. Wir leveln hier echt gut. Um das mal so zu sagen. Lass uns direkt wieder zurückgehen, oder? Weil wir wollen wollen wir den Screen durchlaufen? Bis zum Tempel nach oben. Ich weiß nicht, was Energieball sein soll, immer noch nicht. Das Problem ist, deine Magie levelt einfach so mega langsam. Ich könnte die ganze Zeit irgendwas spammen an Attacken. Ja, ich weiß nicht, das ist halt auch so dieses... Ich kann diese Attacke jetzt machen, aber ich irgendwie, das sind halt alles nur Effekte. Ja gut, du bist halt Heiler und weiß ich nicht, wie man das nennt. Statusmeister. Bin an deiner Stelle. Ja, ist nicht so meins. Entweder voll heilen oder halt Damage. Ja. Ja, irgendwie halt sowas machen, dass man halt prozentual mehr Leben kriegt eine Zeit lang oder sonst irgendwas. Ja. Boah, hast du gesehen? 256. Das ist aber ein krasser Crit gewesen. Der Speer ist ja nicht mal halb so stark. Oder es kommt durch unser Level. Das war nice. Das war eine tolle Combo. Ich glaube, ich werde bei Randy das wieder rausmachen, weil jetzt ist er mega passiv. Ja, er weiß irgendwie nicht so ganz, was er machen weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Das ist auch... Ich bin gerade nicht gescheit hochgekommen. Weißmagie, Schwarzmagie und... Held. Ist es wirklich Weißmagie? Oder ist es ein Rotmagier? Weil ich meine, es ist an Final Fantasy angelegt in irgendeiner Form. Ist das hier nicht eher Rotmagier? Was Prim ist? Weil sie kann ja nur mit einer einzigen heilen. Weißmagier müsste auch andere und heftigere Heilzauber hervorheben. Das finde ich so schade, dass ich nur einen Heilzauber habe. Ja. Ich finde so einen Regenerationseffekt finde ich total cool irgendwie. Ja. Also wir müssen die Explosion machen. Ich überlege gerade, welche Magie ich level. Entschuldigung. Vorsicht, Blume! Rein und raus? Gott, kannst du Randy irgendwie Schokolade in den Popo schieben oder so? Kann ihn heilen. Kannst du heilen, ja. Dieser Durchbruch ist total die mistige Magie, weil die auch erst einen Effekt auf mich macht. Und was macht die denn? Keine Ahnung, aber ich krieg erst mal selber sowas, was ich nicht laufen kann. Total komisch. Ja, ich würde das auch mal mit der Mensch nicht hoch. Warum wolltest du mich nicht mitteilen? Mich nicht mitlaufen. Doch, jetzt machst du es doch, ey. Wahrscheinlich, weil wurdest du mich angezeigt. Weil ich in Randy stand. Oder weil ich in einer Animation war, wahrscheinlich. Ich finde den Verfehlen ist immer noch schlimm.
andere Attacke abgebrochen. Blöd, ne? Attacke einstellen. Ah! Ich wollte ihn eigentlich hauen. Ich habe mich extra umgedreht. Für meinen mächtigen Peitschenhieb. Peitschenhiebo. Peitschenhiebo des. Okay. Magiebannung! Ich will mal wissen, wie das aussieht. Ah, und jetzt? Ist alles verfehlt gerade schon wieder? Ja. So geht das. Runny, wirklich. Schön. Juhu. Ich glaube, du musst, weiß nicht, 20 Zauber oder so haben für die Magiestufe jetzt. Das halt jetzt doppelt so viel, wie das, was wir hauen. Nice. Nee, doch nicht. Falsche Level 3, yeah. Nein, ich wollte die nicht öffnen. Ich wollte den Typen angreifen. Okay. Irgendwas Stufe 3 ist. Ist es immer noch einfach Peitsche? Ist es immer noch einfach zu hauen mit der Peitsche? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das war Stufe 5. Hatten wir doch schon mal. Ich hatte doch auch erst Peitsche genommen. Ah ne, das sind zwei Hiebe. Naja, gut. Es zählt ja immer nur einer. Glaube ich. Ich weiß nicht, bei mir stand hier gerade dreimal verfehlt. Echt? Ja. Aber wenn alle drei treffen würde, wäre das bestimmt heftig. Oh, da hat dein Dings einfach abgeblendet. Dein Dings hat das einfach abgekriegt. Das war doof. Ich mach den oben kaputt. Nein, wir müssen gegen die Minimap kämpfen. Ist unfair. Ja. Tschüss, Minimap. Das kannst du auch dreimal auf vier miteinander zaubern, einfach, ne? Einfach damit sich das Level steigt. So, das Mana mit leer machen. Wie gesagt, wir können theoretisch einfach nur in der Stadt stehen. Was soll das sein? War das gerade Heilung? Ein Angriffsboost. Bin ich mal gespannt. Dann booste doch mal den Angriff. Der klingt natürlich super schnell ab, aber für eine Attacke richtig Power machen wir natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja. Aber das Blöde ist halt bei dir ist, du kannst es nicht nutzen mit deiner vollen Stärke. Na, weil du kannst es ja dann nie nutzen. Ja, ich kann es auch. Du kannst es nur aufladen, ja. Aber ich will mal was versuchen. Vielleicht ist es auf einen, aber besser. Halt aus. Achso, du willst versuchen, beides zu machen? Ja. Also, nach Schub. Jetzt einfach halten. Und halten 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 und go! Nein, schade, du bist die Animation hat da das auch gemacht. Ja, ne? Das wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn du deine Attacke festhalten konntest. Das ist natürlich doof. Ich hab mir das bewusst gemacht. Komme! Ich glaub, das war's auf Mana. Aber brauchen wir jetzt nicht, wir gehen gleich in die Stadt. Lass uns eben in die Stadt rennen, das geht schon. Wenn ich da irgendwas finde hier zum Zaubern, dann
guck hier, das ist das meine. Ich kann mich jetzt selber auch nicht bewegen. Normalerweise, wenn der weg ist, dann ist fertig, aber ich krieg noch diesen komischen Effekt. Ja. Und erst dann darf ich mich bewegen. Strange. Mega strange. Mal gucken, ob ich Formwandel hinkriege. Offensichtlich nicht. Einfach irgendwelche Zauber wirken! Okay. Oh, Energiesog, ich mach keine. Ich hab keine Power mehr zum Angreifen. Nein! Hier ist wieder. Lauf! Prim! Level 38. Oh, Randy, come on! Dann lass es eben noch zu Ende leveln. Wenn wir die erledigen, dann level ich auch auf. Du meinst Level 38 noch fertig? Ja, Level 38 eben. Ah, der ist es. Perfekt. Und dann auf in die Stadt. Jo, und dann auf in die Stadt. Sehr gut, war doch okay. 38 kann man doch fast schon sehen lassen. Denke ich, oder? Jo. Dafür, dass wir sonst so levelfaul sind, aber man sieht ja, so ein bisschen brauchen wir das einfach. Auch lebenstechnisch ist es natürlich. Und geldtechnisch. Ich weiß nicht genau, was wir jetzt an Geld haben. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall ein bisschen was. Wir können uns einen Kampfanzug leisten. Ja! Juhu! Eine Zeichen. Was ist das? Finde ich auch wohl. Wo kommen die her? Okay. Ja, zwei Frauen. Ja, das mache ich morgen. Oh, fuck auf den. Ja, und damit würde ich sagen, werden wir jetzt unser göttliches, glorreiches Speichern machen. Das sieht ungefähr gleich so aus. Wir warten noch kurz drauf. Und, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und dabei gewesen sein bei Secret of Mana. Wir sind ganz gut dabei. Wir sind jetzt so auf jeden Fall im letzten Drittel, würde ich nicht sagen, aber wir sind so, Hälfte haben wir hinter uns gelassen. So weit sind wir auf jeden Fall. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, werdet doch selber treuer Grabwächter. Schaut mal in die Streams rein, folgt dem Ganzen oder teilt das. Würde mich persönlich sehr freuen und hilft einfach, dass diese Projekte mehrere und weitere Projekte laufen werden. Danke an dieser Stelle, danke auch an Sage fürs immer dabei sein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Schön. Hallo, meine lieben Grabwächter.